Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nachtvorlesung nachgefragt. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind in einer Sendung, in der es eigentlich um drei Problematiken auf einmal gehen soll. Wir beschäftigen uns heute mit Heiserkeit, mit Schluckbeschwerden und mit Halsschwellung, wobei Heiserkeit das ja stärkste Symptom bei diesen drei Geschichten ist, würde ich sagen, und wir uns deswegen einfach thematisch ein bisschen heute auf die Heiserkeit fokussieren wollen. Aber folgen Sie einfach unserer Sendung, da werden viele Informationen bei rüberkommen, hoffentlich. Ich begrüße zunächst, wie sich das gehört, meinen heutigen Studiogast. Herzlich willkommen an Professor Jens Meyer, den Chefarzt der HNO-Abteilung in der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Herr Professor Meyer, ich habe es eben schon gesagt, wir wollen uns ein bisschen auf die Heiserkeit fokussieren heute. Ist die Heiserkeit bei den drei Sachen, Heiserkeit, Schluckbeschwerden und Halsschwellung, ja das häufigste Symptom? Oder wie kann man das erstmal so ein bisschen einordnen? Warum die drei zusammen? Na, es liegt daran, dass, wenn Sie sich den Kehlkopf angucken, trennt der Kehlkopf ja den Atemweg, der in die Lunge weitergeht, vom Speiseweg, der in die Speiseröhre weitergeht. Genau an der Stelle wird das getrennt. Und deswegen sind die Symptome auch miteinander vergesellschaftet. Plus die Tatsache, dass der Unterrachen, die Vorderwand des Unterrachens, also des Rachens, der ganz unten anteilig ist, die Rückwand des Kehlkopfes ist und umgekehrt natürlich auch. Und deswegen gibt es immer Beziehungen zwischen Schlucken und Stimme, Sprechen, Heiserkeit, Atmen. Ist also damit alles miteinander verbunden. Deswegen muss man das eigentlich eher als Gesamtkomplex sehen. Wenn man aber anschaut, wie häufig Symptome sind, dann ist Heiserkeit tatsächlich Heiserkeit und Schluckbeschwerden, eines der häufigsten Symptome, die man hat. Halsschwellung sind meistens erst bei besonderen Erkrankungen am Ende von Bedeutung. Mhm. Wie wird Heiserkeit eigentlich ausgelöst? Welche Ursachen stecken dahinter? Sie müssen sich den Kehlkopf vorstellen wie zwei Fahnen, die im Wind wehen. Und die liegen sich genau gegenüber. Vorne sind sie miteinander verbunden und wehen. Und diese Bewegungen werden gegeneinander ausgeübt. Mhm. Und solange die Fahne im Wind gut wehen kann, also nicht versteift ist, ist das überhaupt kein Problem. Man kann hervorragend ganz kleine, feinste Bewegungen machen. Wenn Sie aber zum Beispiel ein Segel nehmen, das versteift ist mit Einsetzenderem, dann kann das schon nicht mehr so wacken. Ja, und das ist genau das Problem. Wenn das nämlich nicht mehr so möglich ist, dass Sie sich gegeneinander bewegen können und sich auslenken, dann wird man heiser. Ja, das ist der Mechanismus, durch den man heiser werden kann. Mhm. Wie gehe ich mit Heiserkeit um? Was ist da am besten zu tun? Gibt es da ein Patentrezept? Heiserkeit ist erstmal ein Allerweltssymptom. Solange man das nicht mehr als 2 Wochen hat, denke ich, ist das kein Problem. Das kann im Rahmen einer akuten Infektionskrankheit, also einer Grippe zum Beispiel, entstehen. Mhm. Völlig normal, dann kann man das mit Hausmitteln behandeln, das ist völlig in Ordnung. Grundsätzlich sagt man, gibt es einen alten Hals-Nasen-Ohren-sichen Spruch, dass der Gips des Kehlkopfes die Stimmruhe ist. Mhm. Ja, das ist sicherlich sinnvoll, wenn man heiser ist, dass man wenig spricht, wenn man spricht, richtig spricht. Weil Flüstern zum Beispiel, leise sprechen, immer eine deutlich stärkere Beanspruchung ist des Kehlkopfes. Ist auch wichtig, ne? Wahrscheinlich machen das viele, weil sie denken, sie tun sich was Gutes. Flüstern ist aber tatsächlich noch viel anstrengender, als normal zu sprechen. Ist deutlich anstrengender, wenn man sich das mal anschaut, man flüstert. Also wenn man spricht, dann kommen die Stimmen gegeneinander. Wenn sie flüstern, halten sie vorne zusammen und hinten geht auf und zu. Und deswegen ist es auch eine viel stärkere Beanspruchung, weil sie natürlich erstmal dieses gesamte Stimmband unter Spannung halten müssen und dann noch Teile davon bewegen. Insofern ist das natürlich deutlich größere Beanspruchung als normal reden. Mhm. Sie haben eben die Hausmittelchen schon erwähnt, die wird jeder von uns kennen, müssen wir nicht mehr ausführlich darauf eingehen. Aber wann muss ich denn zum Hausarzt gehen, wenn diese 2 Wochen, von denen Sie eben sprachen, überschritten sind und die Heiserkeit immer noch nicht weg ist? Also grundsätzlich ist es so, wenn Sie unterhalb von 2 Wochen sind und Sie haben zum Beispiel Infektionskrankheit, die Sie mit Ihren Hausmitteln nicht mehr in den Griff kriegen, Inhalation zum Beispiel, ähnliches, heiße Milch mit Honig, Zitrone, was immer Sie mögen, gibt es ja sehr viele Hausmittel. Wenn es damit nicht steuerbar ist und unter 2 Wochen ist, dann würde ich zum Hausarzt gehen und mich dort beraten lassen und dann gegebenenfalls entsprechende Therapie beim Hausarzt einleiten lassen, mit zum Beispiel Medikamenten, die eben rezeptpflichtig sind. Ja, wenn das über 2 Wochen hinausgeht und Sie haben den Hausarzt vielleicht auch schon konsultiert und es wird nicht besser, dann ist eigentlich der Punkt gekommen, wo man den Facharzt, einen Hals-Nasen-Ohrenarzt aufsuchen sollte, weil nur der in der Lage ist, den Kehlkopf unter Sicht sich anzuschauen, also zu spiegeln und dann einen entsprechenden exakten Befund erstellen zu können. Was kann der Experte darüber hinaus noch für Betroffene tun? Der hat ja, wie Sie eben schon sagten, andere technische Voraussetzungen zum Beispiel wahrscheinlich als der Hausarzt, also fokussierter sozusagen auf die Problematik. Was können Sie alles machen, um dem Patienten, der Heiserkeit, Schluckbeschwerden oder eine Halsschwellung hat, womöglich auch zu helfen?
Also die allermeisten Patienten haben ja harmlose Probleme. Zum Beispiel durch Infektionskrankheiten ist das häufigste sicherlich bedingt. Das ist so die Basis der Pyramide. Infektionskrankheiten, Erkältungskrankheiten, die Heiserkeit auslösen als Begleiterkrankung dazu. Da ist es in der Regel so, dass man mit lokalen Mitteln, ob das nun Sprays sind zum Beispiel, Cortison zum Beispiel spielt auch eine Rolle dabei, dass man die Schwellung rausbekommt. Die Infektion ist ja immer verbunden mit einer Schwellung der Stimmbänder. Und dadurch, weil sie geschwollen sind, denken sie an die Fahne. Wenn die nass ist, kann sie sich auch nicht so gut bewegen im Wind. Dafür hilft halt Cortison ganz gut. Das kann man zum Beispiel machen. Wenn es längerfristig ist oder vielleicht sogar eine eitrige Entzündung, ist auch gelegentlich mal ein Antibiotikum sinnvoll. Vor allem, wenn es mit einer Bronchitis, einer eitrigen Bronchitis oder sogar vielleicht sogar einer Lungenentzündung verbunden ist, dann macht das Sinn. Das kann man auf jeden Fall machen. Und wenn Sie jetzt in die zweite, in die mittlere Etage der Pyramide gucken, dann sind das in der Regel gutartige Veränderungen der Stimmbänder. Man kann zum Beispiel heiser sein, wenn man viel spricht und die Stimme falsch belastet. Dann kann es dazu führen, dass man sogenannte Schrei- oder Sängerknötchen kriegt. Ja, wenn die Stimmbelastung einfach nicht optimal ist oder zu überlastet ist, dann führt es dazu auch, dass man kleinere Auszocker an den Stimmbandrändern bekommt und dann wird man heiser und das kriegt man in der Regel nicht weg. Und das sind zum Beispiel Sachen, die man sehen kann. Was auch ganz häufig vorkommt, ist ein Reflux. Das heißt, dass Magensäure aufsteigt vom Magen und bis zum Kehlkopf gelangt. Besonders abends ist es oder Nacht passiert das. Dann wacht man morgens auf, Räusperzwang zum Beispiel, ein Fremdkörpergefühl, heisere Stimme. Über den Tag wird es besser meistens. Das ist so ein klassisches Symptom. Das kann man auch sehen, wenn man da reinschaut und kann entsprechend diese Magensäureproblematik zum Beispiel mit Medikamenten, die die Magensäureproduktion dämpfen, behandeln. Kann Heiserkeit womöglich dann auch ein Symptom für eine ernste Erkrankung sein? Das ist jetzt die Spitze der Pyramide, die Sie meinen. Ja, das gibt es auch. Wenn Sie über 2 Wochen hinausgehen und heiser sein sollten, dann gibt es natürlich auch ernsthafte Erkrankungen. In der Regel Kehlkopfkrebs. Ist in Deutschland auch nicht so selten, muss man sagen. Man hat in Deutschland pro Jahr so 7.500 Fälle, die neu registriert werden mit Kehlkopfkrebs. Gott sei Dank, weil die meisten im Kehlkopfbereich sich befinden, relativ frühzeitig, weil die Patienten nämlich heiser sind. Und dann regelmäßig dann auch zum Arzt gehen und der dann entsprechend das diagnostizieren kann. Er kann unterscheiden durch die optische Kontrolle halt, ob es gut oder bösartig ist. Man würde dann, wenn man mit durch die Nase, durch den Mund geschaut hat, mit einer Lupe oder mit einem Spiegel oder mit einem Endoskop, das flexibel ist, so ein kleiner Ringelschwanz, mit dem man durch die Nase gehen kann, wo man heutzutage eigentlich jeden Patienten mit untersuchen kann, selbst wenn man einen starken Würgereiz hat, vorher auch noch das anästhesieren kann, lokal anästhesieren. Das ist ja auch was, wo viele Patienten so Bammel, sage ich mal, vorhaben. Ne? Wenn man was irgendwie in den Rachen geschoben bekommt, dass man dann so würgen muss. Das ist richtig. Können Sie das ein bisschen entkräften sozusagen? Das kann man auf jeden Fall sagen. Also man hat ja diese 3 Eskalationsstufen, die ich genannt habe. Man kann durch den Mund gucken im Spiegel. Wenn man keinen starken Würgereiz hat, dann hat man ein sehr schönes Übersichtsbild meistens. Alternativ geht es mit einer Lupe, das heißt ein Endoskop, das etwas dicker ist. So kleinfingerdick ist das ungefähr. Das vergrößert den Kehlkopf, da kann man sehr schön Details sich anschauen. Und man kann dann, wenn das eine Würgereiz zu stark ist und die Patienten dann auch einen Würgereiz haben oder schon allein beim Reinschauen einen Würgereiz empfinden, oder viele haben ja auch schon, wenn sie ihre Zähne putzen, durch die Zahnbürste schon Würgereiz, dann besteht die Möglichkeit, wenn man das durch die Nase anästhesiert, etwas abschwillt und den Rachen anästhesiert, dann kann man durch die Nase auch sehr schön den Kehlkopf angucken mit einem flexiblen Endoskop. Das ist ganz weich und ist ungefähr so dünn wie eine Schreibstiftmine, also sehr klein. Das ist also heutzutage kein Problem mehr. Sie haben den Kehlkopfkrebs eben erwähnt, Herr Professor Meyer. Wer ist da besonders risikobehaftet? Kann man da irgendwas über die Hintergründe noch sagen? Ja, Kehlkopfkrebs hat in den letzten Jahren ja deutlich zugenommen. Und das kann man auch sehr gut ableiten mit der Zunahme der Raucher in unserer Bevölkerung. Rauchen ist da der Risikofaktor Nummer 1, muss man sagen. Dass der am häufigsten dazu führt, dass Kehlkopfkrebs entsteht, sodass auch viele Menschen daran erkrankt sind. In den letzten Jahren ist es so, dass zunehmendem Maße die Herren weniger rauchen, während die Damen mehr rauchen. Und das sieht man zum Beispiel gerade auch in Hamburg. Hamburg ist gerade führend auf dem Gebiet, deutschlandweit bei der Inzidenz, also der Auftretenswahrscheinlichkeit von Kehlkopfkrebs, führen die Hamburger Damen da die Statistik an. Und überproportional viel Kehlkopfkrebs entsteht hier bei uns in Hamburg. Da sind wir die Nummer 1 in Deutschland. Sogar weit abgeschlagen hinter uns. Da kommen dann die größeren Städte. Das hat natürlich auch was mit der Sozioökonomie zu tun. Und viele Leute rauchen in Großstädten eher als auf dem Lande vielleicht sogar. Und das führt auch dazu, dass eben mehr Krebs entsteht. Und das ist ganz eng miteinander verbunden. Und in den letzten Jahren geht das bei den Männern zunehmend runter, der Kehlkopfkrebs, während es bei den Frauen zunehmend hochgeht. Ich nehme an, dass durch die frühzeitige Diagnostik, die da in vielen Fällen erfolgt, aber auch die Prognose wahrscheinlich besser ist,
als wenn man es später sehen würde, oder? Sie haben ja eben schon erwähnt, dass eben oft in den Hals hineingeguckt wird, dass dementsprechend auch so Kehlkopfkrebs natürlich womöglich erkannt wird, ne? Also zwei Sachen spielen eine Rolle. Erstens ist es so, viele Menschen sind da bewusster geworden. Mhm. Und es macht ja auch Sinn, sich präventiv, gerade als Raucher, wenn man viel raucht, sich dort einer entsprechenden Untersuchung zu unterziehen, die heutzutage eben nicht mehr so problematisch ist wie früher. Man kann halt mit einfachen Mitteln eigentlich jeden Patienten im Stuhl untersuchen, während man früher viele in Narkose untersuchen musste. Das ist natürlich ein deutlich erhöhter Aufwand, das ist heutzutage nicht mehr so und macht auf jeden Fall Sinn, auch präventiv, wenn man ein Raucher sein sollte, da aktiv zu werden. Das muss ja nicht gerade ein Krebs sein, es gibt aber auch Krebsvorstufen, die man sehen kann. Mhm. Und wenn man eben die rechtzeitig behandelt, zum Beispiel bei frühen Krebsstadien oder Krebsvorstufen, und dann entsprechend auch einhält, dann aufhört zu rauchen natürlich, also die Noxen nicht mehr zuführt, dann hat man eine sehr gute Chance in der Größenordnung von 90-95% danach geheilt zu sein, wenn der Kehlkopf abgetragen ist. Und das unter Stimme halt. Mhm. Und am allerbesten gar nicht erst anfangen mit Rauchen, richtig? Das ist richtig, ja. Kann man doch mal sagen. Klingt simpel, aber ist doch immer wieder interessant für mich auch zu sehen, dass sich durch wirklich alle Thematiken unserer Sendung immer wieder das Rauchen als Risikofaktor zieht. Also das ist ja nicht nur förderlich für Kehlkopfkrebs. Ne? Das also greift in alle Bereiche des Körpers, in alle möglichen Erkrankungen ein. Deswegen werde ich auch nicht müde, das zu sagen, dass Rauchen nicht gut ist. Gut, an dieser Stelle habe ich noch eine weitere Frage zur Heiserkeit bzw. zu Halsbeschwerden allgemein. Gibt es auch psychisch bedingte Halsbeschwerden? Davon habe ich nämlich mal gelesen. Das gibt es sicherlich auch. Ist gar nicht so selten, muss man sagen, wenn man sozusagen oder die Stimme verweigert einem seinen Dienst, wenn man zum Beispiel in der Regel Probleme hat, welcher Art die auch immer sind, auch mit depressiven Erkrankungen häufig verbunden, kann es dazu führen, dass die Stimme ihren Dienst verweigert, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man auch nicht nach außen kommunizieren möchte vielleicht sogar. Und dann kann es auch sein, dass man psychogene Heiserkeiten hat, das ist richtig. Also das heißt, der richtige Weg, chronologisch gesehen, vielleicht zum Abschluss nochmal als Tipp an unsere Zuschauer, wenn man eben Halsprobleme hat, Heiserkeit, Schluckbeschwerden, womöglich eine Halsschwellung, was ist der erste Weg? Die Hausmittel, der Hausarzt, der HNO-Experte, wo geht es zuerst hin? Wenn Sie also eine Heiserkeit haben sollten, die vielleicht mit einem akuten Infekt verbunden ist, das ist ja das Häufigste, also eine Erkältungskrankheit, dann macht es durchaus Sinn und unter 2 Wochen besteht, macht es durchaus Sinn, sich erstmal persönlich über Hausmittel entsprechend selbst zu behandeln. Wenn Sie das nicht in den Griff kriegen damit, ist der nächste Schritt sicherlich zum Hausarzt. Mhm. Überschreiten Sie 14 Tage Heiserkeit oder länger im Stück letztendlich, dann sollten Sie sicherlich zum Facharzt gehen, zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, damit er entsprechend lokal reingucken kann und schauen kann, was da los ist. Zum Beispiel gutartige Tumoren, die da eine Rolle spielen, die kann man dann abtragen, danach ist es dann geheilt. In Vollnarkose macht man das in der Regel und dann ist es gut. Mhm. Wenn Sie dann zusätzlich zur Heiserkeit auch noch Halsschwellung bekommen sollten, dann ist es auf jeden Fall kritisch, dann sollte man gleich zum Facharzt gehen. Okay. Weil das meistens eine Kombination darauf hindeutet, dass es tatsächlich sich um einen Krebs handeln könnte, der eine lokale Tochtergeschwulst am Hals gesetzt hat, vorne, seitlich. Dann sollte man auf jeden Fall einen Facharzt aufsuchen, um entsprechende fachärztliche Abklärung der Probleme nach sich zu ziehen. Mhm. Wunderbar. Nochmal ganz viele, ganz konkrete Hinweise zum Schluss. Das hören wir am allerliebsten. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Meyer, dass Sie heute unser Gast waren. Danke. Bitte. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie wieder zugeschaut haben bei uns. Wenn Sie sich noch über weitere Erkrankungen, über andere medizinische Themen bei uns, bei Asklepios informieren möchten, dann tun Sie das sehr, sehr gerne. Zum Beispiel mit einem Klick auf unsere Homepage www.asklepios.com/Nachtvorlesungen. Besuchen Sie doch mal unsere Seite. Wir haben ganz, ganz viele Sendungen bereits für Sie aufgezeichnet, werden das auch in Zukunft weiter tun und können Sie hoffentlich auch bei allen anderen Fragen rund um andere Erkrankungen umfassend informieren. Vielleicht sehen wir uns gleich schon wieder zu einer anderen Sendung. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute und sage bis bald. Auf Wiedersehen.